Also ich habe in den 70er Jahren als Student Geld verdienen müssen und habe am Flohmarkt und bei Händlern Sachen eingekauft, Jugendsachen eingekauft, darunter auch eine Lampensammlung, und so ist das entstanden, eher zufällig. Ich war in der Ausbildung als Komponist und habe nebenbei gehackelt. Also wie ich begonnen habe in den 70er Jahren, da ist das gerade gekommen. Der Jugendstil, da hat es Prominente gegeben, die haben das gesammelt, da hat es Ausstellungen gegeben, und da sind wir gut mitgeschwommen mit den Reproduktionen von Lampen des Josef Hoffmann, Adolf Loos, Kohle Moser. Und das flachte dann ab in den 80er Jahren. Da waren alle auf Niedervoltbeleuchtung und Stahl und Chrom. Da haben wir nicht so gut ausgeschaut. Aber dann in den 80er, 90er Jahren sind wir wieder voll dabei. Also im Augenblick produzieren wir so viel wie noch nie. Wir bilden die Mitarbeiter aus, also ich persönlich nicht. Ich weiß zwar von allem, wie es geht, aber ich kann es nicht wirklich. Also wir haben wirkliche Künstler. Also unser italienischer Meister ist ein Restaurator, ein Bilderrestaurator eigentlich. Und er liebt es jetzt, mit Metall zu arbeiten. Unser japanischer Poliermeister hat das gelernt bei seinem Vater, der irgendwo in Brasilien gearbeitet hat und dann nach Haus geschickt wurde, nach Japan, um bei einem ganz berühmten Poliermeister das zu lernen. Also der macht das meditativ, für den ist das eine sakrale Kunst. Also die hat der Kohle Moser und auch der Hoffmann ab 1903 verwendet, auch in den Schauräumen der historischen Wiener Werkstätte. Und wir machen die nach. Das sind Opalgläser und es werden diverse Farben eingeschmolzen in das Glas. Es ist nicht gemalt, sondern das ist Glas in Glas. Eine sehr schwierige Arbeit, aber wir haben einen guten Glasmeister, der das kann. Geblasen, mundgeblasen natürlich die Gläser. Es ist ein bisschen schwierig, weil es historistisch, sehr historistisch ist. Es ist der private Speisezimmerlustig des Otto Wagner. Sicher was sehr Bedeutendes von 1850-60, Villa Bentiber, heute heißt sie Fuchsvilla, in der Hütteldorfer Straße. Und das war ursprünglich ein Gasluster, der wurde dann um die Jahrhundertwende umgebaut und elektrifiziert. Also es hängt mein Herz jetzt nicht so am Historismus, aber für einen Historismus ist es sehr, sehr bedeutsam. Kann man auch an. Auftragen? Nein, kann man nicht. Gut.